Willkommen zurück zu SFS Colony. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute fliegen wir natürlich wieder zu unserer Asteroidenbasis und auch wieder mit unserer Avalon 4B. Ihr seht, ich habe hier die Treibstofftanks ein bisschen angepasst. Diesmal lassen wir die tatsächlich dort auf dem Asteroiden, denn es kann immer ganz nützlich sein, ein paar strukturelle Teile herumliegen zu haben, beziehungsweise kann man die auch einfach als echte Treibstofftanks nutzen. Wenn dann hier ein bisschen zu viel Treibstoff drin ist, dann können wir das einfach hier ein bisschen entleeren. Und es kann eigentlich nie schaden, ein bisschen mehr als nötig Treibstoff zu haben. Was haben wir hier drunter? Schauen wir uns das einfach mal an. Ich wähle das einfach mal aus und entferne es. Und darunter seht ihr drei Module, zwei gleiche und ein etwas anderes. Hier oben haben wir im Grunde so ein Hochspannungstransformator. Ja, das heißt, wir machen hier im Grunde weiter mit unserem Stromnetz. Das ist ein Transformator, damit der Strom, der von den Solarzellen kommt, quasi perfekt für unsere Batterien im Grunde auf die richtige Spannung gebracht wird. Ich habe mir jetzt das hier im Grunde so ausgedacht. Stellt euch mal vor, das hier sind irgendwelche Hochleistungsmagneten. Und im Inneren dieses Kastens hier, da sind Ionen, stark erhitzte Ionen mit einer sehr, sehr hohen Temperatur. Und damit die hier nicht die Wände berühren, gibt es außenrum eben die Magnete, damit die Ionen alle im Inneren gespeichert bleiben. Ist natürlich komplett Science Fiction, gibt es nicht in der Realität, aber stellt es euch einfach mal so vor. Ja? Und wenn man dann eben Strom braucht, dann werden diese Ionen eben quasi Wasser zugeführt, zum Beispiel das Wasser verdampft und dann schiebt man das einfach durch eine Turbine und da hat man Strom. Ja? Ist natürlich alles Science Fiction hier. Funktioniert natürlich nicht in Wirklichkeit, aber stellt es euch mal so vor. Ja? Also, wir haben hier unsere Rakete. Eine ganze Menge haben wir heute vor. Wir bringen alle drei Module dorthin zum eingefangenen Asteroiden und erweitern damit unsere Basis. So, genug geplaudert. Los geht's. Kurze Unterbrechung, ein winziger Anteil meiner Zuschauer sind auch Abonnenten. Das heißt, wenn du ein regelmäßiger Zuschauer bist, aber noch nicht abonniert hast, dann wäre es super nett, wenn du einfach mal auf Abonnieren klicken würdest. Das würde mir helfen, auch bei anderen Leuten aufzufallen, die meinen Content auch vielleicht mögen. Wäre super nett, vielen Dank und weiter geht's mit dem Video.
Und da haben wir es geschafft. Ihr seht, wir haben hier die zweite Stufe erfolgreich gelandet. 0,4% an Treibstoff sind übrig geblieben. Hier drüben haben wir die erste Stufe auch erfolgreich gelandet. 3% sind noch übrig. Dann sammeln wir die einfach mal ein. Da sind natürlich eine ganze Menge Missionserfolge zusammengekommen. Jetzt gehen wir aber raus, und zwar zum eingefangenen Asteroiden. Den fokussieren wir einfach mal. Und dann schauen wir mal, was wir hier aufgebaut haben. Das sollte die richtige Stelle sein. Wir haben hier die ganzen Solarzellen. Die habe ich während dem Bau einmal eingefahren. Aber zuallererst mal das etwas Uninteressantere. Die Treibstofftanks, die hier an der Seite waren, habe ich hier quasi mitgenommen. Das sind dann quasi im Grunde strukturelle Teile, die man für andere Sachen auch noch verwenden kann, beziehungsweise auch einfach als Treibstofftanks. Ja, die sind dazu natürlich recht gut gedacht, Treibstofftanks als Treibstofftanks zu verwenden. Und dann haben wir hier drüben unsere drei neuen Module. Hier haben wir unseren Transformator und dort haben wir zwei von diesen, ja, man könnte sagen, Magnetfeldbatterien oder so. Keine Ahnung, ist natürlich im Grunde ausgedacht. Ja. Daher kann man da nicht wirklich eine Bezeichnung für geben. Jedenfalls fahren wir einfach wieder unsere Solarzellen aus und laden unsere Batterien einmal auf. Und da haben wir das. Okay, das war tatsächlich lauter, als ich gedacht hätte. Hoppala. Ja, gut. Jedenfalls, das war's dann im Grunde mit der Folge. Wir haben hier drei neue Module hinzugefügt und zwei Treibstofftanks dagelassen. Das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.